Hallo zusammen, schön, dass ihr wieder da seid, um euch eure kleine Prise Realität abzuholen. Häufig ist es ja so, dass uns Dinge erst dann richtig auffallen oder sagen wir, dass sie uns erst richtig bewusst werden, wenn wir mal alleine sind. Wenn wir den Fokus auf unsere Umwelt legen können, ohne dass wir abgelenkt sind von dem, was da gerade so um uns herum ist. Ich hatte neulich ein solches Erlebnis, als ich nämlich seit langem mal wieder draußen alleine in der Natur unterwegs war. Und das, was ich da erlebt habe, das hat mich tatsächlich etwas bekümmert. Also, wie gesagt, neulich war ich mal wieder draußen alleine unterwegs und zwar an meinem Heimatort, also in meinem Heimatdorf, eher gesagt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kehre gerne an die Orte zurück, an denen ich als Kind sehr viel Zeit verbracht habe, weil sie einem nämlich einfach ein gutes Gefühl geben, weil man sie gut kennt, weil sie einem vertraut sind. Ja, weil sie einem dieses wohlig-warme Gefühl der Sicherheit geben. Ihr müsst wissen, mein Heimatort bzw. mein Elternhaus liegt an einem Bahndamm, also an den Bahngleisen direkt. Und hinter diesen Gleisen befindet sich ein Naturschutzgebiet. An diesem Tag war ich eben genau da unterwegs und ich bin so an so einem Feldweg am Bahndamm entlang geschlendert. Und dabei ist mir aufgefallen, wie sehr sich die Umgebung in den letzten Jahren doch verändert hat. Natürlich verändert sich eine Umgebung über die Jahre, werdet ihr jetzt sagen. Gut, das stimmt schon, das ist richtig. Aber es gibt ja auch immer wieder so Flecken und Orte, die in der Regel einer besonderen Pflege bedürfen. Stadtparks zum Beispiel, die lässt man ja auch nicht einfach so zuwuchern wie so einen kleinen Dschungel. Genauso verhielt sich das mit diesem Bahndamm in meinem Heimatort. Ich erinnere mich noch gut daran, dass da so alle paar Monate Bahnmitarbeiter mit schwerem Gerät, also Kettensägen, Äxten und was man so alles damals hatte, quasi da durchmarschiert sind und das ganze Dickicht ausgedünnt haben, Unkraut entfernt, die Bäume zurückgeschnitten. Dass es zum einen eben natürlich nicht in die Hochspannung reinwächst, also auf die Bahngleise rüber, aber eben auch nicht rüber auf die Grundstücke der Anwohner rüber, ja, ragt. Diese ganzen Flucht- und Arbeitstreppen, die waren alle frei begehbar. Ja, alles hatte irgendwie so seine Ordnung. Bei meinem Spaziergang hingegen ist mir aufgefallen, dass das nicht mehr so ist. Der Bahndamm ist mittlerweile komplett zugewuchert und wenn ich mir das so auf dem Grundstück meiner Eltern angucke, dann ragen die Bäume mittlerweile 20 Meter in die Höhe, wachsen rüber ins Grundstück rein, da fallen regelmäßig Äste, Gestrüpp runter, sodass man vor jedem Rasenmähen erstmal die Wiese inspizieren muss, um nicht in irgendeinen dicken Ast reinzufahren und sich dabei das Mähwerk kaputt zu machen. Und an diesem Tag sind mir noch viele, viele andere solche Dinge aufgefallen, aber ich will euch jetzt gar nicht zu sehr mit diesem Gemecker langweilen, sondern mir geht es vor allem um eins, nämlich dass man das Gefühl bekommt, dass sich irgendwie keiner mehr kümmert. Niemand mehr dafür sorgt, dass alles seine Ordnung hat. Und noch viel mehr, dass niemand zum Beispiel durch diese Nachlässigkeiten zu Schaden kommt. Ich meine, das wäre nicht das erste Mal, dass jemand von einem herunterfallenden Ast verletzt wird. Das kann passieren. Alte Bäume, morsches Holz, ein Windstoß, das Ding fällt runter und die sind zum Teil ja auch nicht leicht. Was lustigerweise nach wie vor gemacht wird, ist, auf der anderen Seite die Bäume da zu kappen, wo sie drohen, eben auf die Bahnschienen oder in die Hochspannung hineinzuwachsen. Aber das herunterfallende Holz, das lässt man einfach liegen. Lässt es vor Ort, wo es liegt, verrotten. Was ja an sich vielleicht nicht unbedingt schlimm ist, aber dadurch wuchert es halt immer weiter zu, es wird immer dichter und ja, man lässt es, riskiert es sogar, dass es eben auf das Grundstück der anderen Leute fällt. Es kümmert niemanden. Versteht ihr, worauf ich hinaus möchte? Ich meine, sich um jemanden oder etwas kümmern, das ist ja vielleicht einer der ältesten Urinstinkte aller Lebewesen. Meine Eltern aller Spezies kümmern sich um ihre Kinder, weil ihnen etwas an ihnen liegt, weil es sie kümmert, was mit ihnen passiert. Und wenn uns etwas kümmert, dann sind wir involviert, nehmen teil. Wir haben Interesse an anderen oder dem, was um uns herum geschieht. Eben weil uns deren Schicksal nicht kalt lässt. Wir sind emotional involviert.
Beziehungsweise ist es das ja nichts anderes als ein Ausdruck von Verbundenheit. Wir haben ja schon mal über das Thema Verbundenheit im Zen gesprochen, also die Erkenntnis, dass alles Leben im Universum miteinander verbunden ist und auch nur in dieser Verbundenheit existieren kann. Ich meine, wir sehen das ja sehr schön am menschengemachten Klimawandel. Der Mensch kam irgendwann an den Punkt, dass er der Meinung war, sich nun endgültig über die Natur erheben zu können und als Krone der Schöpfung den Planeten und seine Ressourcen maximal ausbeuten zu können. Und das ohne Rücksicht auf die Konsequenzen. Und das, obwohl immer wieder davor gewarnt wurde und nach wie vor gewarnt wird. Es scheint uns einfach nicht mehr zu kümmern, weil wir scheinbar die Verbundenheit zur Natur verloren haben. Oder sollte ich besser vielleicht sogar aufgegeben sagen? Und auch im zwischenmenschlichen Bereich können wir ja zunehmend die Verrohung im Umgang miteinander feststellen. Und das sind ja jetzt keine gefühlten Wahrheiten von mir, sondern da gibt es ja tatsächlich Untersuchungen, Statistiken und Studien dazu. Die Hemmschwelle, anderen Menschen mit Hass oder gar Gewalt zu begegnen, die sinkt von Jahr zu Jahr immer weiter ab. Wie das unser Gegenüber findet, das kümmert uns nicht mehr. Die eigenen Interessen stehen im Vordergrund, so wie das Ansinnen der Bahn. Denn da geht es ja nur darum, dass der Bahnverkehr maximal oder aufrecht erhalten bleibt, dass keine Hochspannung beschädigt wird. Und natürlich, ich meine, klar, dass die Sicherheit der Passagiere ist natürlich auch ein Faktor, aber das ist ja auch wieder nur eine auf eigene Interessen ausgerichtete Sichtweise. Effizienz ist das allbestimmende Thema. Solange der Bahnverkehr läuft, darf es auf der anderen Seite gerne aussehen wie sonst was und da kann sich ja dann auch der Anwohner mit den heruntergefallenen Ästen rumschlagen und dem, was da sonst noch so passiert. Die Tatsache, dass es uns aber scheinbar immer weniger kümmert, was um uns und mit anderen passiert, treibt uns aber alle nach und nach in die Isolation. Ich meine, jeder kämpft doch nur noch für sich und muss jeden Tag aufs Neue darauf achten, dass er nicht abgehängt wird oder gar völligst unterzugehen. Bei meinem Spaziergang ist mir dazu tatsächlich eine schöne Analogie eingefallen. Als ich also im Grünen saß, habt ihr schon mal am Fluss gesessen? Ihr habt sicherlich schon mal am Fluss gesessen, keine Frage. Aber da gibt es ja immer mal wieder so Verwerfungen an Stellen, wo Steine sind oder wo Unebenheiten auf dem Grund sind, wo das Wasser nicht so tief ist. Und dann entstehen aus diesen Verwerfungen ja Wellen und aus diesen Wellen heraus entstehen solche kleinen Schauminseln, die dann quasi den Fluss entlang getragen werden. Und wenn ihr mal genau beobachtet, dann könnt ihr sehen, wie sich zunehmend diese kleinen Schauminseln teilweise zu größeren Schauminseln zusammenschließen, während es wieder andere gibt, die sich voneinander trennen. Und das Interessante daran ist, dass die Schauminseln, die sich zusammentun, die sind, die den Fluss weiter abwärts schwimmen, während die, die auseinanderdriften, einfach irgendwann zerplatzen. Verschwinden, untergehen, ins Nichts eingehen. Aber die anderen, die halten zusammen, um zu überleben. Um zusammenhalten zu können, müssen wir aber erkennen, dass wir alle das gleiche Schicksal teilen werden, wenn wir uns zu weit voneinander entfernen. Wenn wir alle ungebremst vom Fluss des Lebens weggespült werden. Wir müssen uns umeinander kümmern, was wir aber nur können, wenn es uns kümmert, was mit den anderen passiert. Wenn wir die Verbundenheit der Dinger wieder als natürlich annehmen, egal ob wir jetzt der netten alten Frau über die Straße helfen, als Ersthelfer fungieren oder uns einfach nur um einen zugewucherten Bahndamm kümmern. Sich kümmern drückt sich in den alltäglichen Dingen aus, in all dem, was wir so jeden Tag machen, in allem, was wir tun, unabhängig davon, für wen oder was. Es ist absichtslos, da die Absicht in der Handlung selbst vollführt wird. Nämlich, dass wir uns nicht irgendwann vereinzeln und vereinsamt auflösen, wie Luftbläschen auf einem unruhigen Fluss. Ja, ein schweres Thema, dieses sich immer um andere kümmern oder bekümmert sein, was mit anderen passiert, verbunden zu sein, uns zu interessieren, aufmerksam zu sein, Interesse daran zeigen, was mit anderen passiert. Das ist eine große Aufgabe, eine schwere Aufgabe und ich glaube, sie ist so schwer, weil wir es nach und nach verlernen. Oder beziehungsweise wir eigentlich nicht mehr darauf angewiesen sind. Früher haben die Leute ganz oft sich umeinander gekümmert, weil es ums Überleben ging. Weil man ressourcentechnisch, was Nahrung, Wasser und sonst was angeht, voneinander abhängig war. Heute leben wir in einer Zeit, die uns
sehr viele Annehmlichkeiten bereitet. Wir sind tatsächlich nicht mehr darauf angewiesen, uns gegenseitig zu helfen, um zu überleben. Das Problem ist aber, dass dieses einander helfen, um zu überleben, ja noch eine andere Komponente hatte, nämlich die soziale Komponente. Die Menschen sind soziale Wesen, wie eigentlich fast alle Lebewesen. Und klar kann jeder für sich irgendwie überleben heutzutage. Aber das führt dazu, dass wir, ja, dass diese Verrohung immer weiter vonstatten geht, dass wir einander mit, ja, Groll, Hass oder wie ihr es auch immer nennen wollt, begegnen und dass wir uns gegenseitig schaden. Obwohl wir das vielleicht im Kern gar nicht wollen, aber es passiert mit der Zeit automatisch. Und darin wird es Gewinner und Verlierer geben. Leute, die das gut aushalten, Leute, die das nicht gut aushalten. Einige werden daran zerbrechen, einige werden darin aufgehen. Aber wir müssen uns alle mal die Frage stellen, ist das eine Welt, in der wir leben wollen? Wie seht ihr das denn? Ist das eine Welt, in der ihr leben wollt? Wo erlebt ihr denn oder erlebt ihr das überhaupt so wie ich, dass wir uns weniger kümmern? Habt ihr Beispiele dafür, was früher anders war, was heute sich geändert hat? Oder habt ihr vielleicht sogar ganz andere Beispiele, die ihr erlebt habt, dass es sich genau ins Gegenteil verkehrt hat, dass ihr das Gefühl habt, die Leute kümmern sich mehr umeinander? Schreibt es mir doch mal unten in die Kommentare rein. Gerne auch auf Twitter, das würde mich sehr interessieren. Bevor wir jetzt Schluss machen, habe ich noch eine kleine Ankündigung zu machen. Viele von euch haben es auf Twitter vielleicht schon mitbekommen, aber ich wollte es an dieser Stelle auch nochmal sagen. Ich habe damit begonnen, das Little Satori-Format auch als Podcast zu veröffentlichen. Denn ich war der Meinung, da jetzt hier nicht wie in den anderen Formaten Sketche und so weiter drin sind, also wenig was visuell nötig ist, sondern was man einfach mal so mitnehmen kann zum Nachdenken, worüber man nachdenken kann, sprechen kann, ja, eignet es sich sehr gut eben als Podcast zu veröffentlichen. Und das habe ich getan. Ihr findet den Little Satori Podcast auf Spotify und auf Apple Podcasts. Sucht einfach nach Little Satori und dann findet ihr mich eigentlich auch schon dort. Es sind noch nicht alle Folgen online, wenn ihr dieses Video seht, weil ich in jedem Monat in einem anderen, ja, immer nur eine gewisse Anzahl Megabyte hochladen kann, weil ich natürlich jetzt nicht einen Haufen Geld ausgeben wollte für ein Format, was ich einfach so aus hobbymäßig mache. Ich meine, ich gebe ja schon Geld für mein Hobby aus, aber irgendwo muss man auch mal die Grenze ziehen. Und ich finde es auch nicht schlimm, das nach und nach zu veröffentlichen. Das ist ja vielleicht für den einen oder anderen nochmal eine Möglichkeit, sich alte Folgen nochmal anzuhören, weil man vergisst ja mit der Zeit doch mal ein bisschen was. Also ich würde mich freuen, wenn ihr auch da mal reinschaltet, mich vielleicht mal auf einer Reise, auf einem Spaziergang in der Natur mitnehmt und vielleicht auch mal eure Gedanken dazu macht und vielleicht auf eigene interessante Gedanken kommt. Und wenn euch dieses Video bzw. dieser Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich total darüber freuen, wenn ihr mir in diesem Fall auf YouTube ein Däumchen nach oben da lassen würdet. Woanders könnt ihr, glaube ich, auch Bewertungen machen, Sternebewertungen, keine Ahnung. Würde mich jedenfalls freuen. Aber was ihr in jedem Fall überall machen könnt, ist mich zu abonnieren und bei YouTube auch die Glocke nicht zu vergessen, denn dann werdet ihr sofort darüber informiert, wenn ein neues Video online geht. In diesem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, Matane!